Klimaaktivisten, wie sie sich selbst nennen, haben wieder zugeschlagen. Klimakaoten, sagen die, die zunehmend genervt davon sind. Darf der Umweltzweck die Mittel heiligen? Nötigung zum Beispiel. Auch darum geht es. Das dritte Mal in nur einer Woche. Drei Aktionen der Klimakaoten in nur drei Tagen. Der aktuelle Vorfall: rote Beetesaft vor dem Verkehrsministerium. Montag stürmen Demonstranten das Bundesministerium für Finanzen. In diesem Moment besetzen etwa 30 Aktivisten das Finanzministerium. Sie wollen auf die missliche Schuldensituation des globalen Südens aufmerksam machen. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Besetzer schaffen es bis ins Vorzimmer von Minister Christian Lindner, geben sich als Besuchergruppe aus. Bereits am Sonntag kapern Klimakaoten das Gebäude, in dem der deutsche Weltklimagipfel tagt, kleben sich am Eingang fest. Gerechtigkeit weltweit, skandieren die Demonstranten und fordern jetzt. Ja! Im Inneren des Gebäudes spricht der Kanzler, als plötzlich Feueralarm ausgelöst wird. So we are discussing pressing issues. Someone pressed the fire alarm. And he is not really supporting our debates over here. They are doing some protests about climate and things like that. Der Protest wird schließlich von der Polizei aufgelöst. Ob der Alarm tatsächlich durch die Besetzer kam, bleibt ungeklärt. Von Klimakaoten vor einer Woche nachweislich ausgelöst wurde der Feueralarm im Bundestag. Wir befinden uns im Klimanotfall und die Regierung muss dementsprechend reagieren. Deshalb werde ich gleich im Bundestag den Feueralarm aus. Über 40 Feuerwehrleute rücken an, um auf den falschen Alarm zu reagieren. Wir brauchen jetzt ein Tempolimit 100 und das 9-Euro-Ticket. Ich frage mich mittlerweile sogar, ob die Regierung die Situation noch im Griff hat. Besetzungen, Straßenblockaden, Fehlalarme. Die Aktionen und Aktivitäten der Klimakaoten häufen sich. Ziviler Ungehorsam oder Vandalismus. Fakt ist, immer mehr Menschen überschreiten die Grenzen des friedlichen Protestes, weil ihrer Meinung nach nicht genug gegen den Klimawandel unternommen wird. Wir können uns nicht noch mehr Öl- und Gasverbrauch leisten. Sorgt ihr euch mehr um ein Gemälde als um das Wohl unseres Planeten und der gesamten Menschheit? Drei Aktionen in nur drei Tagen. Dreimal schlagen die Klimakaoten vor politischen Institutionen zu. Was erwartet uns an Tag 4? Steht die Eskalation der Klimaproteste bevor? Und was bedeutet das? Sprechen wir darüber mit Joachim Steinhöfel. Er ist Rechtsanwalt und Bild-Kolumnist und bekannt für Klartext. Guten Abend, Herr Steinhöfel. Guten Abend, Herr Kraus. Herr Steinhöfel, welche Strafen haben die Protestler zu erwarten, die wir da gesehen haben? Also das Grundproblem ist, glaube ich, dass hier Leute aktiv werden, die glauben, weil sie für eine gute Sache eintreten, können sie machen, was sie wollen. Das, was wir da teilweise gesehen haben, auch Ministerien zu stürmen, erinnert mich zwar nicht an den 6. Januar in den USA, das hat eine völlig andere Dimension, und es erinnert mich auch nicht unbedingt an den fast gelungenen Sturm des Reichstags, hätte ich mich fast ganz peinlich historisch versprochen, des Reichstags, der bei einer Demo stattgefunden hat. Aber es zeigt doch eine Missachtung demokratischer Institutionen und einen Willen, Recht und Gesetz zu brechen, der in einer Demokratie fehl am Platze ist. Die Straftaten, die da begangen werden, können wir aus den Videos natürlich nur teilweise sehen. Das sind sicher Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und vielleicht kommt noch das eine oder andere dazu. Politiker verlangen dann immer, es solle mit der ganzen Härte des Gesetzes geahndet werden. Etwas, das es gar nicht gibt, denn es gibt immer nur eine tatangemessene Strafe. Und solange diese Sachen nicht geahndet werden, wird das sicher weitergehen. Sind diese Strafen lascher als beispielsweise bei Nachbarschaftsstreitigkeiten?
Ja, das ist immer, das kann man so pauschal überhaupt nicht beantworten. Das hängt immer davon ab, was ist konkret geschehen? Hat man den Baum gefällt auf Nachbarsgrundstück? Ja oder nein? Aber wenn ich hier gerade diese Bilder sehe, das Van Gogh-Gemälde in London, vor dem ich selber gestanden habe, und die Ausstellung habe ich selber gesehen, die ist da schon lange, die einen tief beeindruckt, das ist auch die Schöpfung, das ist auch das Erbe der Menschheit, das gegen das hier in einer dümmlichen und arroganten Art und Weise agiert wird, die völlig indiskutabel ist. Da müsste man in der Tat Schadensersatz verlangen, auch gegen die Täter selbst und das nicht unter dem Oberbegriff subsumieren. Die wollen ja nur das Gute und deswegen lassen wir es laufen. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit den Vorsätzen, mit guten Vorsätzen heißt es ja und genau das ist hier richtig. Nur ich glaube, sehr oft wird hier ein Auge zugedrückt zu Unrecht. Danke für die Einordnung, Herr Steinhöfel. Gerne.